Herzlich willkommen bei Karin Knorr Ernährungstraining. Der November hat begonnen und es wird immer kälter. Da habe ich besonders viel Lust auf Suppe, weil sie wärmt so schön. Und da ich ganz viele Zutaten noch über habe vom Wochenende, mache ich heute für euch eine italienische Gemüsesuppe. Für die Suppe benutze ich Möhren, Kartoffeln, Zwiebeln, Knoblauch, Tomaten, Tomatenmark und Bohnen. Das Gemüse ist geschnippelt und nun kommt schon alles in einen Topf. Die ganze Suppe muss ungefähr eine halbe Stunde kochen, bis die Kartoffeln und das Gemüse weich sind. Was ich mich jetzt gerade gefragt habe und was sich mit Sicherheit auch ganz viele Zuschauer fragen werden, gibt es da auch Fleisch zu? Heute gibt es kein Fleisch, aber natürlich kann man in die Suppe hineinmachen, wonach einem ist. Hier könnte man zum Beispiel vorher die Zwiebeln mit Speck anbraten und schon bekommt diese ganze Suppe eine andere Note. Ihr habt euch bestimmt gefragt, warum das jetzt eine italienische Suppe ist. Natürlich, weil da noch Nudeln hinzukommen. Wie ich anfangs bereits erwähnte, passt die Suppe unheimlich gut in die kalte Jahreszeit. Sie hat nämlich viele Vitamine und Mineralstoffe, die unser Immunsystem stärken, zum Beispiel das C-Vitamin. Außerdem gibt es durch die Bohnen eine Riesenhandvoll Eiweiß. Nun ist unsere Suppe fertig und ich werde sie für euch probieren. Ich habe noch ein wenig Käse drüber gestreut und Frischkäse bzw. Sauerrahm. Und jetzt gucke ich mal, wie es schmeckt. Heiß ist es erstmal. Oh. Das ist voll lecker. Ich freue mich schon, wenn ich das dann fertig essen kann. Das war's heute von mir. Wenn ihr mein Rezept nachkochen möchtet, bekommt ihr wie immer die genauen Zutaten unter diesem Video. Und wenn ihr mehr Tipps, Tricks und neue Rezepte von mir haben möchtet, dann abonniert meinen Kanal Karin Knorr Ernährungstraining.